Am Anfang steht da ein Skelett. Es soll daraus ein Klangkörper werden. Man weiß ja, es ist ein Experiment, das Orchester zu integrieren in diesen Körper, über den erzählt wird. Ich finde dieses Verkörpern, dass das Orchester, das sind ja viele Körper, ein Kollektiv wie ein Bienenstock, miteinander ein Summen und ein Brummen erzeugt. Und das Geheimnis, dass man das nicht sieht, sondern sich sozusagen erst einmal in diesem Herzen befindet, diesem Organ, was jetzt wie ein organisiertes System da drin spielt, man eigentlich die Sehnsucht bekommt, mit teilzuhaben als Außenstehender. Instrumente werden zu Organen. Kabel bilden die Nervenbahnen. Dieses Spiel zwischen Tamtam, Gongs, Marimbaphon und solchen tieffrequenten Qualitäten, die immer wieder durchkommen. Dieses, dass sich diese Instrumente so durchdringen in ihren Qualitäten, weil es sind alles, also nicht alles, es sind sehr viele Zupfinstrumente, Cembali etc., die eine Schwingung erzeugen untereinander. Es entsteht etwas Drittes. Und dieses ist ja sozusagen das, was mein Auftrag ist, nach außen hörbar zu machen. Die Technik, die dazu notwendig ist, möchte ich, dass sie eigentlich Teil des Instruments wird, dass sie auch für uns sozusagen zum künstlerischen Mittel wird. Und es ist nicht nur eine Lösung, Klänge sozusagen zu verstärken, weil es nicht anders geht, sondern der Lautsprecher wird ein Teil des Zupfinstruments im Idealfall. Wir verlassen das gewohnte Terrain. Und Thomas geht's eigentlich ums Sterben und um den Trauerprozess, der stattfindet unmittelbar, nachdem du einen geliebten Menschen verloren hast. Das Libretto beschreibt eben sehr realistisch den ganzen Prozess. Erstmal das Sterben, dann aber auch die Waschung, dann wie wird jemand angezogen. Also diese ganzen Schritte danach, die Organisation der Beerdigung. Und es ist so ein bisschen eine Absurdität, die stattfindet. So wie Haas die Musik auch geschrieben hat, es ist eigentlich nicht eine Beschreibung der Äußerlichkeiten, sondern immer aus der Perspektive von Thomas. Es ist immer sein Trauerprozess. Und dann haben wir überlegt, wie können wir das machen, dass wir da ganz nah rankommen, und haben dann gedacht, gerade weil es mit dieser Atmung beginnt am Anfang, dass es toll wäre, wenn der Zuschauer eigentlich sich dazu setzt, also der Matthias, der atmet, der Sterbende, sitzt im Zuschauerraum bei uns und man setzt sich eigentlich zu ihm dazu und schaut in den Körper hinein. Also wir haben eine riesige Lunge um uns herum, die atmet, die dehnt sich immer wieder aus und ein und das Herz schlägt. Das heißt, wir haben versucht, so nah wie möglich ranzukommen an den Sterbenden, sodass das Publikum eigentlich sowohl der Sterbende ist, als auch eben der Trauernde, der Thomas, der in diesem Körper ist. Ein Freund ist gestorben. Es wird nicht einfach, die Stille danach zu füllen. Also mir ist der Auftrag bewusst, dass wir eigentlich eine akustische Situation herstellen wollen, in der ganz gezielt darauf geachtet wird, dass die metaphysische Qualität des echten Klangs nicht unterdrückt wird, sondern dass die elektroakustischen Möglichkeiten genutzt werden, um eben diese Qualität noch mehr zu transzendieren, dass es im Raum selbst eine Klangarchitektur auch gibt, die sehr genau entweder den Sänger in der Ortung verfolgt, so
dass also wir nie von woanders hören als da, wo es herkommt, und aber zum anderen dann auch gezielt genutzt wird, um das zu verlassen, und wir dann plötzlich von überall etwas hören. Was braucht es, um den Tod hörbar zu machen? Wie klingt Trauer? Das ist da sehr genau und sehr vielfältig beschrieben, wenn jemand stirbt, den wir lieben. Die Musik bei dem Komponisten Haas spielt auch mit der Gewohnheit des Tonsystems in der tradierten Form, wie wir sie kennen. Da bricht er aus und benutzt unterschiedliche Qualitäten von der Temperierung oder beziehungsweise der Naturtönigkeit und hat es so weiterentwickelt, dass er damit auch Emotionen entwickeln kann, indem uns plötzlich der Boden unter den Füßen wegkippt, weil wir in ein ungewohntes Tonsystem gehen und uns fragen, ist jetzt alles falsch? Nein, es ist nicht falsch. Es entzieht sich nur unserer Gewohnheit. Irgendwann ist der Moment gekommen, Abschied zu nehmen vom gewohnten Leben. Nur können wir das zulassen?